Super. Hallo da draußen. Ich sehe, wir sehen, eine Person Du bist ist online. da! Wie schön. Hallo! Ich sehe, ich habe hier gerade so viel Licht auf Ja. meiner Wange. Das gefällt mir gar nicht. Das muss ich gleich nochmal einstellen. Ja, wir dachten, egal ob heute noch jemand vorbeischaut oder nicht, wir gehen heute einfach nochmal online, um so ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen. Und dann hat Roy sich auch noch bereit erklärt, noch eine Ja. Neujahrslegung mit den Zigeunerkarten zu machen. Ja. Ja, hallo. Für alle, die noch nicht genug haben, kriegen auch noch eine Zigeunerlegung drauf. Du hast deinen Orakelhut schon Ja, auf. ich habe den Beratungshut schon auf. Ja, ich frage mich ja, hättest du dir vor einem Jahr vorstellen können, dass wir Heute hier sitzen. Silvester vor einer Kamera sitzen und Ja. auf diese Kamera einreden? Das hätte ich mir sowas von gewünscht. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr Aber strange. ich finde es toll, dass wir es getan haben, denn das zeigt auch, dass wir uns nicht von irgendwelchen Dingen behindern lassen. Und das gibt uns auch Kraft, neu und kreativ zu sein. Nicht umsonst heißen wir die Mantika, altes Wissen neu erlebt. Und was kann denn besser sein als uns nicht nur mit altem Wissen, sondern eben auch das neue Wissen zu nehmen und rauszugehen und aktiv zu sein. Ja, und wir werden natürlich im Laufe der nächsten Tage auch unsere Jahreslegung machen. Wir werden das Jahr auch noch mal ganz privat vorübergehen lassen für uns, um dann um die neue Legung zu legen. Wir machen das ja immer ganz klassisch jetzt morgen am 1. Januar beim Neujahrskonzert der Wiener Wiener Philharmoniker. Philharmoniker unter Lorin Marcel Nee, ich glaube, der Entschuldige, aber es ist der Mutti ist, glaube ich, diesmal dran. ja, Ja. weil der Lorin Marcel nicht Oder mehr dirigiert. ich habe es vergessen, wer es war. Ricardo Mutti war es, glaube ich, ja. Ja. Und wenn ihr da draußen auch noch Neujahrslegungen machen wollt, na, abgesehen von denen, die Ruhe gleich machen wird. Und ich mache ja morgen auch um 14 Uhr auf YouTube eine Neujahrslegung. Also, wenn ihr das auch machen wollt, dann schaut doch nochmal bei unserem Blog vorbei. Da haben wir einiges an Material, was für Legungen ihr machen könnt. Hey Bernhard, das ist ja schön, dass du da bist. Du bist in München und sitzt auch vorm Handy und hörst uns zu. Ja, komisch, ne? Es ist wirklich ein wirklich sehr, sehr komisches Jahr, lieber Bernhard. Und wir sind ja, auch ein bisschen sprachlos. Auf der anderen Seite, ich wollte dich gerade noch fragen, bevor du Karten legst. Wir wollen ja nicht immer nur so auf das gucken, was nicht so toll war. Was war denn in diesem Jahr, wo du sagst, hey, das war eigentlich wirklich richtig schön für mich? Also eins meiner Highlights, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber für mich war wirklich ein Highlight, dass wir uns getraut haben, diesen Schritt zu machen, wegzugehen, nur klassisch Karten zu legen, sprich face-to-face oder über Telefon zu legen, sondern dass wir auch hergegangen sind und gesagt haben, nee, die äußeren Umstände zwingen uns jetzt dazu. Und eines dieser Highlights war, dass wir auch Leute in den Prozess des Kartenlernens gebracht haben. Und das ist für mich doch ein ganz ein toller Erfolg, eine super Sache, wo ich mir sage, zum Glück gibt es all diese Technik, all diese Software, wie immer sie auch heißen, was immer sie auch können. Und ich bin da wirklich ganz, ganz glücklich damit, dass es dies gibt. Und dass wir uns getraut haben, das zu tun. Das ist für mich ja eins der Highlights dieses Jahres. Ja, mein Highlight ist, dass ich jetzt nicht mehr immer vor dem Logo sitze und nur Oh, das bedenke. hat gut getan. Die Mantika spricht. Die Mantika spricht. Bin ich ganz froh, dass das geklappt Na. hat. Ja, Was also, war es bei dir? ja, ich bin gerade am Ach so. Überlegen. Ich stelle ja immer Fragen und gebe Ja. ungern Antworten, wie du Ja, weißt. drum drehen wir es mal um. Also, ich muss auch sagen, dass
so schlecht Dinge gelaufen sind. Ich muss sagen, dass ich nach vielen Jahren des doch ziemlich alleine vor uns beiden Hinputtelns wieder sehr viele neue Freunde gewonnen habe, mit neuen Menschen mich vernetzt habe, erstaunlicherweise, was ich nicht vermutet hätte in der Situation, in der wir ja seit März sind. Und ich finde es ganz toll, dass wir jetzt so eine Community haben, wo halt wir was ankündigen und dann schauen Leute vorbei und schauen uns zu und wir kommen ins Gespräch, wie Bernhard, den ich zum Beispiel auch über Facebook kennengelernt habe. Ohne das Ganze hier würde ich Bernhard nicht kennen und das ist schon echt toll. Ja, oder dass wir mit anfänglichen, ja, so Magengrummeln dann doch eine internationale Konferenz mit den englischen Tarotfreunden machen. Moment schnell, Ich bin noch nicht betrunken. Ich bin noch nicht Kirsten betrunken. verschwindet gerade im Tarot Hole, im Black Tarot Hole. Nee, das war zum Beispiel eins meiner Highlights in diesem Jahr. Und da finde ich auch es sehr toll, dass wir uns da reingetraut haben und gesagt haben, na, da machen wir mit. Das war ein Highlight. Ja, Ja. und ansonsten finde ich auch, Und dass zum die Beispiel unser Deep Kind. Lights. Unser Kind erwachsener geworden ist durch die ganze Ja. Situation. Das Ja, finde ich auch sehr schön. Auch wenn spricht jetzt das nicht mehr, sondern programmiert selbst. anstrengend war. Wir haben leider noch Ja. nicht familienintern gelernt, die Menschen einander ausreden zu lassen, aber das kriegen wir auch Nee. noch hin im nächsten Jahr. Nee. Ja, Negatives will ich jetzt, glaube ich, gar nicht so drüber nachdenken. Vielleicht machen wir das, indem du einfach mal die Kartenlegung machst, die ja damit zu tun hat, ne? Warum? Weil es da, wenn ich mich richtig entsinne, darum geht, was lassen wir los für dieses Jahr und was bringen wir neu in dieses Jahr? Aber dann müssten wir ja hergehen und das persönlich machen. Nein, du kannst es schon für die Für Menschen Deutschland machen? machen, die jetzt zugucken, für alle, die irgendwann dieses Video sehen. Irgendwas ist jetzt aufgepoppt, Na, der aber Bernhard hat nochmal geschrieben, dass es für ihn auch so ist, dass er ohne Corona uns zum Beispiel nicht kennengelernt hätte oder sich nicht so viel mit Tarot befasst hätte. Ganz genau, das ist halt was, was wirklich schön ist. Und wir haben alle so ein bisschen die Chance bekommen, in Dinge reinzuschauen, die wir vielleicht sonst auf die lange Bank geschoben hätten. Ne? Wobei es natürlich auch immer einen großen Arbeitsaufwand gibt. Trotzdem, hey Birgit, du bist auch da. Willkommen. Danke, liebe Birgit, das wünschen wir dir auch. Alles, alles Gute für das neue Jahr, das hoffentlich ein super Jahr Oder für wird. das andere Corona-Jahr. Genau, heute Morgen bei Klassikradio wurde schon gesagt, es kann ja nicht so viel furchtbarer werden als 2020. Von daher Ja, wird es danke sicher schön. ein super Jahr. Wir lieben Klassikradio auch. Ja, ich möchte auch mit dir wieder durch Hamburg gehen, Birgit. Und der Januar sieht ja noch nicht so vielversprechend aus, aber ab Februar sind wir wieder unterwegs, ich sag's dir. Ja, wie gesagt, der Roy wird jetzt für uns mit den Zigeuner-Wahrsagekarten ein bisschen orakeln. Ich bin morgen mit den Tarotkarten dran. Und ich schalte jetzt einfach mal Nach um, Bern. damit ihr auch ein bisschen besser Schalt mal nach sehen Bern. könnt, was Roy da Ja, macht. ich gehe jetzt da ins andere Studio rüber. Ja, zu Konrad Tönz nach Bern. Ja, Der hallo Hut ist Konrad übrigens Tönz. großartig Das ist mein Beratungshut, wurde heute schon festgestellt. Also, hier. damit alle sehen, ich mische hier die Karten. Ja, die beiden Signifikatorkarten, die haben wir bereits hingelegt. Das empfiehlt sich bei so einer Legung. Was machst du denn jetzt genau? Ja, ich mische die Karten. Und danach werde ich drei Karten ziehen, drei für die Zukunft, also für das neue Jahr, was wir nicht was uns erwartet, sondern was wir annehmen dürfen. Und gleichzeitig auch drei Karten für das gehende Jahr, was wir zurücklassen dürfen. Ja, hoffentlich eine Menge. Ja, und ich weiß, es ist so wieder ein Fünfer ins Phrasenschwein, aber es sind schon Leute beim Mischen gestorben, weil da niemand Stopp gesagt Soll ich hat. Stopp sagen? Ja, das ist ja, Ja, da muss ich mich ja jetzt aber noch mal ein bisschen ja, konzentrieren. geh noch in dich und lass so dieses alte Jahr noch.
Stopp. Okay, also mit den Zigeunerkarten legst du jetzt. Ich habe echt Probleme mit diesem Stuhl. Kirsten ist mal wieder im Ich muss was trinken, Zigeuner-Wahrsageloch verschwunden. Cheers. Würdest du mir drei Oh. Karten ziehen, liebe Na Kirsten? gut, dann Na, da erst bist du wieder danach. beschäftigt. Ich ziehe jetzt drei Karten für Ja, was? du ziehst jetzt drei Karten. Okay, ich ziehe drei Karten. Moment, einmal. Ich nehme sie gleich zu mir, ne? Was man hat, das hat man. Ich nehme deine niemand mehr weg. Das ist die zweite Karte. Und noch eine. Oh, danke sehr, liebe Kirsten. Und jetzt ziehst du bitte noch mal drei Karten. Du sollst ein bisschen beschäftigt sein, ne? Irgendwie, ne? Ich muss mich konzentrieren. Ja. Und eine noch, bitteschön. Merci. So. Für euch alle da draußen, die jetzt ganz interessiert zuguckt, ja, seht ihr schon, wir haben hier drei Karten in die eine Richtung und drei Karten in die andere Richtung. Hier, wo die beiden Signifikatoren liegen, ist unsere Schnitt, unsere zeitliche Bruchlinie. Wir haben hier in diese Richtung die Zukunft. Wir haben hier in diese Richtung die Vergangenheit. Also von euch aus gesehen links die Vergangenheit, rechts die Zukunft. Und ich drehe mal alle sechs Karten um, damit ihr euch ein bisschen darauf einstimmen könnt, was wir. Andersrum, bitte. Andersrum, Ja. bitte, andersrum, Birgit, nochmal. meinst du mit Clemens Ludwig oder mit Clemens Burkhardt? Würde mich noch interessieren. Okay, also die Zukunft ist jetzt noch mal wo? Ich weiß ja meine Rechts-Links-Schwäche. Ja. Hier haben wir unsere Zukunft, ne, Oh. vom Zuseher aus. Nee, umgekehrt ist es. Das ist hoffentlich die Zukunft. Moment mal, wir sehen uns? Sehen uns die Zuseher so, wie wir es hier sehen? Ja. Dann haben wir hier die Zukunft Ja, und hier die Vergangenheit. Ja, jetzt habt ihr mal nicht so. Ja. So. ja, Gibt es also. irgendwelche Fragen von Birgit? Nein, nein, Birgit hat sich korrigiert, genau, weil ich mich gefragt habe, ob das sein kann, was sie da geschrieben hat. Okay, muss mich nicht interessieren. Ja, also ich bin ja dafür, dass du jetzt mal noch ein paar kluge Worte dazu sagst. Was dürfen wir hinter uns lassen? Was lassen wir im alten Jahr zurück? Was lassen wir zurück? Wir dürfen uns wirklich aus Dinge rausstehlen. Wir sehen ja hier schon, was wir in diesem 2020 erlebt haben. Und das war nicht so schön. Wir sehen, und da bin ich eher dabei, dass wir nochmal ganz uns jeder für sich nochmal so Revue passieren lässt. Wofür steht denn unsere Spiritualität? Für was steht denn oder wo steht denn mein Glaube? Hier in der Karte des Geistlichen. Und dieser Geistliche, der sagt immer, pass mal auf, das ist so ein bisschen deins, das ist dein, da darfst du für dich deine spirituelle Ader leben. Da darfst du deinen spirituellen Fokus hinhängen. Und das sollten wir doch mal so Revue passieren lassen. Passt der noch? Ist der noch in der Zeit? Oder dürfte man wie all die anderen Pandemie-Geschichten, die sich übrigens auch hier mit Feind und Dieb ineinander zeigen, zurücklassen? Also wenn da der Geistliche liegt und Feind und Dieb, also Feind und Dieb kann ich natürlich für mich persönlich gut mit diesem vergangenen Jahr, vergehenden Jahr assoziieren. Aber der Geistliche, ist es dann so wie, wir gehen jetzt ja auch in ein Hierophantenjahr 2021, hat das was zu sagen, wie diese Dinge machen auch Sinn oder? Ja, denn wir sind durch diese beiden destruktiven Karten wieder drauf geworfen, was glaube ich überhaupt? Glaube ich, was mir vorgesetzt wird und ich nehme es einfach so gelassen hin? Oder gehe ich her und sage, Moment mal, ich habe ja ein Hirn
Und dieses Hirn darf ich nutzen. Und darum finde ich den Geistlichen an der Stelle wirklich toll, wirklich, wirklich wichtig. Ja, es gibt so ein bisschen Hoffnung. Ich finde es auch, du weißt ja, ich arbeite immer gern mit Farben, von der Farbgebung her toll, ne? Dass wir Du siehst dieses. auch, du kommst von dieser dunklen Bildseite rein in das Ja, Helle, und die hat fast so ein bisschen Verbindung zu diesen beiden Karten, ne? ne? Die halt dieses Pinke da drin. Das finde ich sehr, sehr schön. Okay. Und was ich auch toll finde, und jetzt machen wir den Bogen in die Zukunft, ne? Jetzt gehen wir hin zum Witwer. Der Witwer ist ja nichts anderes als wie, was habe ich alles in meinem Lebensrucksack bereits alles dabei? Wo habe ich meine Stärken, wo habe ich meine Schwächen? Ne? Die Stärke ist ganz klar, wir sehen es, die Geradlinigkeit des Witwers. Seine Schwäche ist vielleicht eine Form der Melancholie. Ne? Weil wäre er nur stark und geradlinig, dann wäre er vielleicht auch ein bisschen skrupellos. Aber ist er nicht. Ne? Weil wenn er skrupellos wäre, würde er nicht am Grabstein einer ihm wichtigen Person stehen und trauern. Nee, er ist geradlinig und sentimental und gefühlsbesetzt. Und mit dieser Be Gefühlsbesetzung, mit diesem Wissen, haben wir schon ein großes Stück gewonnen. Denn wir gehen ja in die Zukunft. Wir gehen ja weg von dieser Destruktivität. Wir gehen rein in eine Klarheit. So, jetzt kommt es aber. Damit ich wirklich gesund werde, damit ich wirklich von diesem Schlechten weggehe, soll ich mich nochmal ein bisschen, ja, zurückbesinnen, was möchte ich nicht mehr? Und wenn ich mich zurückbesinne, was will ich nicht mehr, dann kann mich das traurig machen. Vielleicht habe ich Menschen, die ich gehen lassen musste im letzten Jahr. Vielleicht war nicht alles so wunderbar und schick und schön. Und deswegen brauche ich hier diese Traurigkeit. Ich darf trauern. Ich darf hergehen und sagen, ja, gefühlt 365 Tage Lockdown ist halt ein bisschen zu viel. Darum diese Traurigkeit. Es ist nicht eins von Depression, ich ziehe mir die Decke über den Kopf und werde nicht mehr gesehen, sondern es ist ganz klar, ich betrauere was und wenn diese Trauerphase durch ist, dann ist es gut, dann brauche ich nichts mehr. Also mich stimmen alleine schon die Farben hoffnungsfroh in dieser Zukunftslinie, weil so ein goldener Hauch hineinkommt. Eigentlich auf allen Karten ist so eine Ja, goldene, auch dieses Weiß hier bei der genau, ja, auch Traurigkeit. das Kleid, was sie anhat, ist ja sehr, sehr golden. Und ich finde es ganz schön, weil wir ja in der Mitte den Geliebten und die Geliebte liegen haben als Signifikatoren, dass da am Ende so diese Heirat zu sehen ist oder die Hochzeit. Ja. Und also für mich. Wenn ich das vergleiche mit der Vergangenheit, haben wir da so eine starke Vereinzelung und Dunkelheit und es endet hier mit so einer Verbindung. Und wenn ich jetzt gerade das mir überlege, was Bernhard zum Beispiel geschrieben hat oder was wir gesagt haben, die Vernetzung, die stattgefunden hat, dann finde ich, kann man das auch in diesem Kartenbild wiederfinden, ne? Wir werden nicht drumherum kommen, uns stärker zu vernetzen, hier dargestellt durch Mann und Frau und dem Spirituellen, also Ah, der ist ja auch noch Animus dabei. und, ne, wir haben jetzt hier wieder Stimmt. den Geistlichen als dritte Person und Ja. es ist ganz, ganz klar, ich komme nicht mehr ohne mein Netzwerk aus. Ja. Ich komme nicht mehr ohne meine guten Freunde aus. Ich komme nicht mehr ohne meine Kollegen und Freunde aus, auf die ich mich verlassen kann. Ja. Na, ich rede nicht von der Nachbarin, die einem vielleicht am Flur nicht mal grüßt, wenn man sie sieht, sondern ich rede wirklich von den guten Freunden, die da sind, die sagen, hey, okay, ich merke, dir geht's nicht gut, ich bin für dich da. Ja, das finde ich total spannend. Auch man kann das wirklich, ich denke jetzt natürlich visuell, du weißt, ich mache das immer. Ich sehe hier beim Hohepriester diese Kirche, in der er ist, der Geistliche, nicht der Hohepriester. Und auch hier bei der Heirat sehe ich da diese Kirche. Du Ne? Es bist immer ist, noch in der Kirche. ja, und es hat, hallo Melli, schön, dass du da Du bist. hast nur die Perspektive gewechselt. Ja, aber es hat wirklich auch viel mit dem, was wir jetzt sagen, wenn wir numerologisch in das Jahr des Hierophanten gehen, da ist ja dieselbe Nachricht, ne? Wir haben uns, ne, der Geistliche hat sich vorbereitet auf sein Hochamt. Und hier zelebriert er es. Und dieses Hochamt kann er halt in Gottes Namen nicht allein, könnte er, macht aber wenig Sinn. Aber wenn er dann vor Gemeinde seine Haltung zeigt,
dann bringt er auch andere mit ins Boot. Und dann schafft er es auch, aus seinem Glauben aller Glauben zu machen. Wenn sie merken, aha, das ist der Hirte, den ich als Schaf, als bildlich gesprochen, nachfolge. Und da habe ich es wieder drinnen. Ich habe hier auch diese weißen Lilien. Ich habe in der Karte Heirat auch den in sehr schönen Ornat stehenden Geistlichen. Ich habe die Frau in Weiß, den Mann in Schwarz. Also auch wieder Yin und Yang. Hell und dunkel. Könnte man den Witwer und die Traurigkeit auch so interpretieren, dass zwar wir nicht wieder zurückkommen zu etwas, was wir so genossen haben, Freiheiten, die wir genossen haben, und darüber auch in einer gewissen Form traurig sind, uns davon verabschieden, aber dass wir eine ganz neue Art und Weise der Community, der Verbindung finden. Ja, und zwar, man geht ein bisschen weg vom Egoismus, ne, hier auch im Witwer dargestellt, und findet in der Dualität, in der Gemeinsamkeit wieder den höheren Sinn. Dieses Gemeinschaftsgefühl, denke ich, wird ganz, ganz wichtig werden im 2021. Ja, ich kann das ja auch zum Beispiel bei unserem Sohn nachvollziehen, der natürlich ganz viel alleine war in diesem Jahr und auch sehr unglücklich war, besonders in der ersten Hälfte des Jahres. Weiß nicht, wie das bei dir war, Melli, mit deinen Kindern zum Beispiel. Aber jetzt im zweiten, auch schon vor dem zweiten Lockdown, wo das ja halt alles ein bisschen anders war mit der Schule, auf einmal mit ganz neuen Freunden aufgetaucht, das sich ganz anders organisiert hat. Auch die Art und Weise, wie die Kinder sich jetzt aufeinander abstimmen, da ist was passiert, ne? Und das gibt mir vor allem Hoffnung für die Kinder, um die ich mir am allermeisten Sorgen mache, weil wir haben echt viel vom Leben gelebt, ne? Es geht ja darum, dass unsere Kinder noch ein schönes Leben haben. Ja. 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 Norddeutsch, alles gesagt, ne? Ja, also finde ich wirklich schön als Hoffnungsschimmer, auch weil ich ja vorhin gesagt habe, leg doch bitte die beiden raus, ne? Weil es geht ja auch darum, dass sich Männliches und Weibliches vereint und dann haben wir hier die Heirat am Ende, finde ich echt schön. Ich finde es auch sehr gut, dass da nicht sofort ein Holatrio und jetzt wird wieder alles gut ist. Nee, wir müssen traurig sein. Wir müssen mit unserer Trauer nochmal an unsere Grenzen durchbrechen, die wir jetzt wieder oder in ein paar Stunden haben. Und wir müssen diese Grenzen akzeptieren. Und ich denke, 2021 wird für viele ein neues, im ersten Schritt ein härteres Jahr, wenn man all die Beschränkungen schon ein bisschen für sich mitnimmt. Aber dass sich daraus ganz was Tolles, Neues generieren kann, das sehen wir auch hier schon in dieser tollen Karte. Heirat. Ja, ich finde das echt irre, wie die auf diese drei Karten passt, ne? Das ist schon echt spannend. Ja, da hat er sich was getraut, der Herr Beatnik, ne? Vor 150 Jahren. Ja, wir haben jetzt auch schon ein bisschen Gedanken gemacht zu 2021, Jahr des Hohepriesters, des Hierophanten. Könnt ihr auf dem Blog nachlesen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten kommen jetzt hier nicht so viele Fragen oder so, falls ihr noch Sag, Fragen sag mal, habt. Kirsten, du hast ja so eine unheimlich große Fangemeinde. Was würdest denn du deinen Jüngerinnen und Jüngern, die dir auf deiner ganzen nachfolgen, was würdest denn denen wünschen? Jetzt drehe mal die Frage um. Was ich den Ja, Leuten. weil so fürs 2021 so. Also, A, habe ich ja keine Jünger, Gott sei Dank. Auch Jünger will ich, ja. Und B, weiß ich nicht, was ich anderen Menschen wünschen soll, weil die Realitäten auch in der Corona-Zeit so komplett unterschiedlich sind. Manche Menschen, auch viele, die zu mir in Beratung gekommen sind, haben ja gesagt, wie gut es ihnen eigentlich tut, in Corona-Zeiten zu sein. Und wenn du einen abgesicherten Job hast, der dir garantiert, dass du jeden Monat dein Geld bekommst, ob du im Homeoffice bist oder woanders, ist das ja auch super. Aber viele andere Menschen Haben das haben nicht. das nicht. Und ich wünsche mir einfach für alle Menschen, egal in welcher Situation sie sich befinden, dass sie mit dieser neuen Art und Weise zu leben, gut klarkommen, dass sie den Mut haben,
wenn sie merken, dass jetzt nicht mehr etwas funktioniert, weil es mit dem Witwer beerdigt wird, dass sie es schaffen, was Neues zu generieren, mit anderen Menschen, aber auch vielleicht etwas, was sie sich nicht getraut haben, wo sie vorweggelaufen sind. Da denke ich jetzt an den Dieb und den Feind. Ja, und dass hoffentlich die Gesellschaft mitzieht und den Menschen, denen es wirklich schlecht geht, hilft. Nicht nur denen, die jetzt Corona-bedingt ja, krank sind, sondern einfach auch den Menschen, die sich dafür opfern, dass es den Menschen, die gesundheitlich dran sind, besser gehen kann. Das wäre mein Wunsch. Wie sagt man so schön bei uns, schreibt Bernhard, ich wünsche dir das, was du dir selber wünschst. Sagt man das bei euch in München? Ja, dazu muss man natürlich wissen, was man sich wünscht. Aber wünschen ist ein gutes Was Stichwort. wünschst du dir denn Ich wünsche mir, jetzt? dass 2020 vorbei ist. Ja, das mach mir, das mache ich gleich. Aber was wünschst du dir jetzt? Ich wünsche mir jetzt, dass du diese Ah, Sektflasche dann muss jetzt ins Studio 3 öffnest. Ganz genau. rübergehen. Ich muss euch jetzt ein bisschen Genau, verlassen. weil die Birgit, die stößt ja auch schon auf euch an, auf uns an, und ich wechsle auch noch mal das Studio. Mal sehen, ob ich das jetzt so einfach hinkriege mit dem Studiowechsel. Yay! Wir dachten Kameramann nämlich, in dass Studio wir 3 hat versagt. mit euch zusammen vielleicht anstoßen noch einmal auf dieses, ja, warum sollten wir nicht auch auf 2020 anstoßen, auch wenn es ein Es hast du ja komisches Jahr war. verdient. War es ein Jahr und es hat genauso recht wie alle Jahre, Dass man auf es dass anstoßt. man auf es achtet und nicht gemein zu ihm ist. Ihr hört den Sektkorken im Hintergrund knallen. Und ich habe auch Wunderkerzen und Was Kirsten und sich der Berufsfeuerwehr Hamburg wünscht. eigentlich wollte ich ja mit euch noch Bleigießen machen, aber mein Mann, der ja ein sicherheitsstrebender Skorpion in vielen Dingen ist, hat mir davon abgeraten, dass es dann Weil seine wahrscheinlich Argumente waren besser. dann besser waren sie nicht. Es war bloß kompliziert, das mit der Kamera aufzubauen. So, aus Studio 3 Sehr zurückgekommen. schön. Wir haben hier zwei wunderschöne Kelche, aber bevor wir anstoßen, machen wir noch die Wunderkerzen an, Schatz. Ja, möchtest du das wirklich tun? Ja, ich mache das jetzt Machst du selbst. mit beiden Lass mich Händen? das machen. Ihr hört schon den improvisierten Trommelwirbel. Ah, und jetzt hältst du zwei Wunderkerzen Bitte an. sehr. Finde ich schön. So, So, also, liebes und 2020, sich wir und haben alle, dich die nicht damit zu ganz so tun gern wie hatten. viele andere Jahre, aber es war trotzdem schön, mit dir eine Zeit zu verbringen. Und jetzt wünschen wir dir alles Gute, wo immer du hingehst. Nein, nach Westen geht's. Ja, und wir freuen uns auf das Geht. Jahr 2021. Hooray! Cheers! Auch auf euch. Auf euch auch, genau. Ich kann jetzt gerade nicht mehr die Kommentare lesen, falls noch jemand was kommentiert. Yay! Und ja, Prost auf uns alle und nächstes Jahr wird auch wieder ein gutes Jahr. Nächstes Jahr in Hollywood. Cheers, cheers, cheers. Wunderkerzen sind was Schönes. Du musst die hochhalten. Genau. Ist ein stiller Mein Moment, Schatz. 100er. Oh. Ja. Na gut. Ja, ihr Lieben, Dinner for One wird ja sicher auch bald im Fernseher kommen. Da möchten wir euch nicht von abhalten. Das braucht Kirsten unbedingt. Ganz genau. Also ich mache immer lieber Dinner for me, weil Dinner for one ist immer so blöd. Ganz genau. Hallo Angelika, schön, dass du da bist. Hat's Ja, gerade noch rechtzeitig geschafft. genau. Hooray. Wir machen jetzt Welcome. noch unser, das ist ja gar nicht mehr so lange, bis das neue Jahr beginnt. Wir chillen jetzt noch etwas und Ah, schlafen am Sofa schlafen am ein. Sofa. Unser Kind wurde wegorganisiert. Es hat Ah. sich selbst Es war wegorganisiert. clever genug, hat sie Ja. gedacht, was soll ich mit diesen beiden alten Sch Schnapsdrosseln, sitzen nur zu Hause rum und ja, machen nicht mal eine Runde mit dem Skateboard, also Ganz völlig genau. langweilig.
Ja, und wir werden uns das jetzt gemütlich machen und Ja. ein alte Leute Silvester feiern. So wie früher. Ganz genau. Mit Tanz, bis der Mai kommt. Ja, ihr Lieben, wir müssen noch ein alte Leute Silvester feiern, weil ich ja morgen schon wieder um 10 Uhr mit der Ulla Rauhnachtskarten ziehe. Ja, und ich bin wahnsinnig beschäftigt. Ich gehe morgen mit meiner Bottle Sekt und einem Glas zu den Wiener Philharmonikern und lass dort so den Radetzky-Marsch raus. Genau, dann ziehen wir unsere eigenen Jahreskarten. Und dann bin ich um Schauen wir ganz 14 schön auf der Uhr Esch. auf YouTube online und bespreche mit euch den Jahreskreis für das Jahr 2021. Wer live dabei ist, der kann natürlich auch gerne persönliche Mitreden. Fragen stellen zu dem Thema. Das waren die Wunderkerzen. Hui, Jetzt dampft jetzt es geht so doch der hoch. Rauchmelder gleich los. Und ja, ich bin mir sicher, 2021 wird auch ein Wird anders. Jahr. Okay, ihr In Lieben, diesem Sinn. macht's gut, schön, dass ihr dabei wart und rutscht gut raus, wie ich dieses Jahr immer sage. Aber Angelika hat schon auch ganz richtig festgestellt, dass man auch reinrutschen sollte. Es ist nicht gut. Wir rutschen rüber Genau. und in diesem Sinne, never give up und danke, dass ihr in diesem Jahr bei uns dabei wart. Wir freuen uns auf all eure positiven Likes und bleibt gesund. Ja, mach das bitte. Bis ganz bald. Tschüss.